Hallihallo Leute, willkommen zu Zensiert. Hier schauen wir uns Karten aus dem OCG an und fragen uns, wieso die anders ausschauen teilweise als bei uns. Und ja, welche Karten gibt's denn, die überhaupt anders ausschauen, beziehungsweise die eben zensiert wurden? Heute machen wir das mit einem neuen Set, mit einem neuen alten Set, und zwar Soul of the Duelist. Ja, ein relativ altes Set, Oktober 2004. Da gab es so schöne Sachen drin wie Horus in Schwarzflammendrachen, Möbius der Frostmonarch und Gedankenzersetzung, mein Crush. Eine coole, coole Sache und ein tolles Set. Und was es da so alles zensiert, zu zensieren gab von Konami, das schauen wir uns doch jetzt heute in diesem Video an. Zuerst einmal für die, die neu dabei sind bei dieser Serie, schaut euch die alten Videos unbedingt auch noch an. Gibt viel zu entdecken. Und wir teilen die Karten immer in diese 7 Kategorien ein. Religiöse, gewalttätige, Waffen, erotische, ausgetauschte, übersetzte oder sonstige Zensuren. Und auch das machen wir natürlich heute wieder, und zwar mit 5 Karten total. Diesen 5 hier. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an damit. Die erste Karte, die wir uns anschauen, ist Absolutes Ende. Eine Fallenkarte. Eine coole Sache eigentlich. Und ja, wir sehen da den einen Typen da mit diesem Lichtstrahl. Wir sehen zwei, ja, eine menschliche Kreatur und eine Echse. Die Echse ist übrigens Gagagigo. Und ja, was könnte man daran jetzt störend finden? Ja, wir kennen Konami. Man muss ein bisschen genauer hinschauen, dann sieht man es vielleicht. Schaut euch mal Gagagigo an. Beziehungsweise schaut an, was nicht da ist. Das ist das, wo ihr ein Auge drauf haben müsst. Denn da fehlt... Ja klar, Kleidung, das Ding hat keine Hose an, das geht doch nicht. Gagagigo ohne Hose, hey, hallo? Seht ihr? Die hat er nämlich jetzt im TC gespendiert bekommen. So eine schöne, ja, Hose ist fast schon zu viel gesagt, das sieht ein bisschen aus wie ein Mehlsack, aber naja, egal. Nächste Karte, Nebel des Zusammenbruchs. Hier sehen wir den Engel aus der eleganten Wohltäterin, der hier durch den Nebel wadet. Und ja, der sieht nicht glücklich aus. Jedenfalls hat er hier noch was, was er im TCG natürlich nicht haben darf, und zwar seinen Heiligenschein. Den muss er natürlich abgeben, wenn er ins TCG will. Auch die nächste Karte ist eine Falle. Starker Rückgang nennt sich die. Und hier haben wir ein paar japanische Zeichen, das hatten wir schon lange nicht mehr. Japanische Zeichen werden grundsätzlich eigentlich übersetzt, sodass wir sie lesen können. Und das wurde auch hier getan. Dann haben wir den Klassiker schlechthin, Ungültigkeit. Ihr seht es schon da auf der Hand, da ist ein Pentagramm. Und wie wir alle wissen, Pentagramm, böse, mag Konami nicht, Pentagramm muss weg. Und durch was ersetzen wir ein Pentagramm in diesem Spiel? Richtig, gegen so ein komisches, verdrehtes Pentagramm. Jedenfalls eben dieses Zeichen, das Konami sehr, sehr gerne für den Ersatz von Pentagrammen benutzt. Naja. Nächste Karte ist ganz speziell, das hatten wir schon echt lange nicht mehr. Verspotten. Schaut euch die Karte mal an. Was könnte einem hier stören? Also außer der dämlichen Frisur und dem komischen Gesichtsausdruck von dem Typen da rechts. Aber was könnte hier das Problem sein? Wisst ihr nicht? Ich zeige euch mal das TCG-Artwork, vielleicht wisst ihr es dann. Nee, immer noch nicht. Ja, es ist wirklich die gleiche Karte. Wir haben hier mal ein komplett ausgetauschtes Bild. Das gibt's ganz, ja, nicht ganz so oft. Begründung dazu laut Wiki. Es soll so ein bisschen den, ja, Gangster-Eindruck von diesen zwei Figuren da von der Karte nehmen. Also man möchte nicht auf diese Bandenkriminalität, Gangstergeschichten Seite abrutschen und hat es deshalb ausgetauscht durch diese zwei kuriosen kleinen Figürchen. Keine Ahnung, wer mit denen den Vorschlag für die beiden gebracht hat, aber die sehen ziemlich komisch aus. Den kleinen grünen rechts dürft ihr euch schon mal merken, den werden wir noch ein paar Mal treffen. So viel mal dazu. Ja, das waren schon die 5 Karten, die in Soul of the Duelist zensiert wurden. Waren also dieses Mal nicht ganz so viele. Jetzt müssen wir die aber natürlich noch sortieren. Wir müssen die ja noch in unsere Kategorien einteilen. Was haben wir denn da? Wir haben erotische Zensuren, wir haben religiöse Zensuren, wir haben komplett ausgetauschte Kartenbilder und eine Übersetzung. Habt ihr schon sortiert? Dann sortiere ich jetzt für euch. Und ja, wir haben Erotik bei Absolutes Ende, Religion beim Nebel und
der Ungültigkeit komplett ausgetauscht wurde für Spotten und übersetzt hat man den starken Rückgang. Das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, würde mich riesig freuen. Schreibt doch auch in die Kommis, was euer Lieblingsartwork aus dem OCG ist von diesem Set hier oder was euch sonst so durch den Kopf geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, schönen Tag und ciao Leute!